Und auch das wird diesen Sommer fehlen, die Pracht und Lebensfreude des Christopher Street Day und seiner Paradenpartys. Alljährlich ein Fest, das oft mehr als viele Worte für andere Lebensstile einnimmt. Heute am offiziellen internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie sei erwähnt, dass Angriffe und Beleidigungen gegen Schwule, lesbische Frauen und Transsexuelle im letzten Jahr in Berlin fast um ein Drittel zugenommen haben. Über 500 Fälle registrierte das Anti-Gewalt-Projekt Maneo und aktuell belastet natürlich auch die Corona-Pandemie die gesamte Szene. Auch dagegen stemmt sich das Solidaritätsstreaming heute Abend aus dem Schwutz. Ich freue mich sehr auf 3 Stunden geballte Community-Projekte, Menschen aus dieser Community, von hier aus dem Schwutz in Berlin in eure Wohnzimmer. Richtig aufwendig wird er gerade produziert, der Livestream aus dem Schwutz. Schon seit dem Nachmittag wird geprobt. Volles Bühnenprogramm fürs Internet als Ersatz einer Show mit Publikum, moderiert von Annie Heger und Jurassica Parker. Es geht immer um Sichtbarkeit, ja. Und ich hatte gerade jetzt mit der Annie das Thema hier beim Schminken um lesbische Sichtbarkeit. Das wird heute auch wieder angesprochen, weil Lesben immer noch marginalisiert werden. Corona hat uns gezeigt, Solidarität in diesem Land ist ganz stark, aber eben noch nicht wirklich für diese Randgruppen wie Homosexuelle, Trans, Inter und Bisexuelle. Vielfältige Performances für das Online-Publikum da, wo sonst bis zu 1500 Menschen echte Partys feiern. Doch seit Mitte März herrscht auch hier im Schwutz Corona-bedingt die große Leere. Seit 2 Monaten ist hier Schicht im Schacht, es ist nichts mehr los. Und gerade für die queere Community, die ja Räume braucht, die fehlen momentan. Das kann auch so ein geiles Streaming wie heute leider nicht völlig ersetzen. Dabei ist der Inhalt durchaus hochwertig und unterhaltsam, aber vor allem mit politischen Botschaften versehen, auch mit prominenten Grußworten und Hilfsaufrufen. Ich möchte die unter euch, denen es ganz gut geht, möchte ich bitten, zu spenden für diejenigen, die keinen Job mehr haben, die von uns, die für die Community ganz viel gearbeitet haben, oft unentgeltlich, ganz viel ehrenamtlich in all den verschiedenen Organisationen. Gerade unter den staatlichen Auflagen wegen der Corona-Pandemie ist es wichtig, sich für Vielfalt und Diversität in der Gesellschaft einzusetzen. Also unter anderem organisiert ist das Streaming, das seit 19 Uhr auf YouTube und mehreren Facebook-Seiten zu sehen ist, von der Präventionskampagne Ich weiß, was ich tue, der deutschen AIDS. Hilfe. Uns geht es mit diesem Event wirklich auch nochmal darum, Themen zu setzen und gerade auch jetzt vielleicht die Communities oder die KünstlerInnen, die jetzt gerade es wirklich schwer haben, sprichwörtlich eine Bühne zu bieten für ihre Themen und für ihre Belange. Und für das Schwutz ist das Streaming heute auch eine Art Probelauf. Jetzt werden wir ab nächste Woche unser eigenes Programm senden, hier jeden Samstagabend aus dem Schwutz ab 19 Uhr. So, also ne, zwischendurch kann man schon Abendschau gucken, aber dann wieder reinschalten bei uns. Genau, um zu zeigen, was wir hier eigentlich so machen. Und es ist ja durchaus jede Menge los im Schwutz, trotz Corona.